Lorenz, aufwachen. Lad sie doch ein am Samstag. So eine Frau würde dir echt stehen. Hi Jungs. Hi. Anna. That would be 1 euro and 25 cents. Was? Sorry, Mann, ich dachte, weil... Alter, du dachtest nur, weil ich schwarz bin, spreche ich kein Deutsch, oder was? Du bist besoffen, Alter. Krass, Alter. Pass mal auf, Alter. Ja, was machst du? Was steht da? Was steht da? Bundesrepublik Deutschland. Deutschland! Sorry. Ist klar? Steckst du wieder. Ist das Leben wunderschön? Die Girls sind wunderschön! Hey! Sogar die Kerle sind wunderschön! Dann eigentlich noch nervös? Cabaret wurde jetzt schon ein paar Mal gespielt oder ist es jetzt schon sozusagen Routine drin? Es ist eine gewisse Routine drin, aber die Aufregung geht ja nicht vorbei. Du hast ja jeden Tag ein neues Publikum. In dem Falle hier haben wir ja 5-mal die Woche Show und das Publikum ist stetig anders. Es reagiert immer ganz anders. Du reagierst auch als auf der Bühne auf deine Kollegen anders. Du versuchst ja zwar immer alles mehr oder weniger gleich zu machen, aber du willst ja, dass die Geschichte lebt und die lebt ja auch davon, dass du es jedes Mal aufs Neue versuchst, gleich zu machen und auch besser. Und da ist immer so eine Aufregung. Man hat ja ein gewisses Respekt vor den Rollen. Also die meisten hier sind doppelt besetzt, in dem Falle ich als Konfrontier und Frau Schneider. Dass beide Individuen halt auch unterschiedlich sind und nicht unbedingt halt einfach nur runtergeleiert sind. Und dass jede Figur an sich lebt, das ist an sich schon eine Aufregung genug. Und dann hat man noch ein Publikum, das dich auf jeden Fall richten wird. Und ja, also die Aufregung geht niemals vorbei. Gotcha. Are you kidding me? It's awesome, but they never let us pass with this. No problem. We'll cover it with a jacket. Oh, great plan, just like Clark Kent. There's something itchy and scratchy in my neck. Could you... Left, right. What? Did you just film my sister's tits? Man, boobs in 3D! Bye.
see.